Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Wir befinden uns in einem eigentlich recht spannenden Kampf und müssen hier die Leute kaputt machen. Kaputt machen! Mal gucken, was wir hinbekommen. Okay. Wäre schön, wenn jetzt dieser Typ hier links, dieser Koloss, schon direkt kaputt gehen würde. Es sind ein paar nette Verstärkungen drin. Allerdings hat auch die minus 25%. Das ist nämlich jetzt lächerlich. Aber der wird, müsste theoretisch jetzt kaputt sein, was mich schon echt weiterbringen würde. Ja, prima, prima, prima. Und jetzt befinden wir uns wieder in einer 1:1 Situation, was es mir natürlich deutlich leichter macht. Ne? Gut, da kann ich mir jetzt gleich mal in Ruhe heilen und was weiß ich alles. Dann könnte ich jetzt gleich nämlich auch jemanden gebrauchen. Der greift mich nicht mit Feuer an, soweit ich jetzt das gerade in Erinnerung habe. Machen wir das gleich noch. Und dann, ja, braucht man Höllifant. Und im Prinzip befinde ich mich hier nur auf einer Mission, dem irgendwas wieder abzunehmen, was der gestohlen hat. Dafür wird er natürlich direkt getötet. Macht man so unter Freunden. Ey, du hast mir mein Spaghetti-Eis geklaut. Wie kann man ein Spaghetti-Eis klauen? Ist auch egal. Dafür wirst du gekillt. Ja. Das ist das Gesetz der Straße. So, das kann ich nur einmal gebrauchen im Moment. Wildfeuer machen wir. Dafür geht nur ein Superpip drauf. Weil es ein Feuerzauber ist. Und er passt. Sehr schön. Dann kriegt er noch eine Elementarfalle. Und gleich muss ich mich mal auffüllen. Hat sich komischer fliegender Mensch keine Falle mehr drauf. Ist es kein Mensch, ist es eine Geist. Nee, Freundchen, du kannst nicht so viel bewirken bei mir. Ich bin einfach zu cool für dich. Aber ich habe auch irgendwie gar keinen Zauber in petto, ne? Ich habe da auch gerade gar keine Elementarklinge. Das wird, da mache ich dann noch eine Elementarklinge da drauf. Der hat gerade eh nichts zu bieten, ne? Von daher, mit einem Pip kann der jetzt mich nicht so fertig machen. Sein Rundenzauber war auch ziemlich ineffektiv. Und den Satyr kann ich jetzt gleich auch noch benutzen. Panaus. Und er passt wieder, weil er Pips sammelt. Aber ich habe immer noch keinen vernünftigen Zauber. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das hier wäre interessant, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich werde mich jetzt einmal heilen. Jetzt ist es an der Zeit. Mhm, gut. Freue ich mich immer, wenn der funktioniert. Wer freut sich da nicht, ne? Manchmal hat das Spiel auch was mit Glück zu tun, ne? Oh, shitty. Ich habe nichts mehr zum... Fuck. Fuck. Fuck! Shit, ich muss Karten wieder ausspielen. Oh, wie ärgerlich, oder? Oh, oh, dann komme ich jetzt doch in die Patrouille. Scheiße. Wie konnte mir nur so was Dämliches passieren? Weg, 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 weg. Ach so, warum habe ich das jetzt eigentlich eben nicht gemacht? Ich bin einfach nur ein Doofkopf manchmal. Ja gut, dann müssen wir jetzt warten, bis ich hier den Kartenzauber machen kann. So, sonst kann ich nichts tun. Ich kann mich jetzt ein bisschen schützen vor einem Feuerangriff. Schluck. Plus 20% auf den nächsten Angriff gegen mich, du Arsch.
Aber sehr gut, dass ich diese Karte im Deck habe, ne? Das war damals ein wirklich sehr, sehr guter Tipp, dass ich mir das in der... Wo war das nochmal? Im Colossus Boulevard kaufe für einen Trainingspunkt. Wirklich eine sehr gute Investition. Wirklich. Hätte ich nicht gedacht. So, okay. Weg damit. Also noch eine Verstärkung brauchen wir eigentlich nicht. Es sei denn, gleich kommt noch... Ach so, hier das. Ne, Meteoriteneinschlag nehmen wir aber nicht. Wir wollen jetzt den, den Dingens haben. Gut, hier passiert gerade eh nichts. Moment. Das machen wir jetzt einfach mal da drauf. Und das machen wir gegen den. Und besser als nichts zu tun, oder? Außerdem geht dann ein Ding weg. Aha. Freundchen. Okay, okay, okay. Ich brauche aber einen weiteren Super-Pip. Feuerklinge. Bum-bidum-bidum-bidum. Soll ich das Risiko eingehen? Ja, komm, ich gehe es ein, das Risiko. Ich gehe es jetzt ein. Es war kein Furz. Das war mein, wie heißt es hier, mein Schreibtischstuhl. Mein Chefsessen, weil ich der Chef bin. So, das kostet mich nichts. Bum, bum, bum. Ja, wir warten jetzt einfach nur, obwohl, ne, Moment. Es wäre gut, wenn noch ein Satyr dazwischen wäre. Das heißt, das machen wir einmal weg hier alles. So, und wenn jetzt gleich, wenn ich jetzt gleich angreifen kann, dann wird er auch tot sein. Wenn, ja. Wenn ich den Zauber nicht verpatze, ne? Sehr schön. Gut, 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 gut. Sehr schön, sehr schön. Gut. Damit, liebe Leute, haben wir diesen Kampf gewonnen. Und es sind noch 7 Minuten übrig für diese Folge. Das ist doch toll. Oh, shitty. Ich muss langsam aufhören. Ach Gottchen. Hört ja gar nicht mehr auf. Es ist aber hinüber. Ja, locker. Hätte ich schon viel eher machen. Nein, hätte ich nicht. Teil des Kampfes an dich. So, gibt's hier was zu lesen? Na, naja. Unspektakulär jetzt, oder? Naja. Aber ich habe es gemeistert, ich habe es geschafft. Ohne Hilfe. So, und dann fahren wir hiermit zurück. Fahren vor allem. La, 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 la. Momentchen. Doch hier lang? Ach ja, hier sind wir, genau. Da sind wir quasi fast direkt vom Questgeber gelandet. Vor der Questgeberin. Und müssen jetzt gleich noch einen Kampf bestreiten. Oh. Kämpfe, Kämpfe, und die laufen auch alle immer so gleich ab, ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Du hast ihn! Du hast dich nicht schlecht geschlagen. Dennoch bezweifle ich, dass nur wenige haben. Lege den Kristall des Kampfes auf den Sockel. Dann werden wir sehen, wie gut du wirklich bist. Zweifelst du eigentlich an meinem Talent? Ich bin Katja Feuerwinter. Ich habe gegen Aldaret, den Usurpator, gekämpft, als er mit der Macht des Wissenskristalls ging. Ich gründete den Rat der Zauberer, Krieger und Könige, damit niemand, der unwürdig ist, die Kristalle je wieder verwenden kann. Nun denn. Die Lektion wird fortgesetzt. Kämpfe gegen mich, um meine Prüfung zu bestehen. Ja, mache ich, mache ich. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Hause, weil die Folge ist jetzt gleich zu Ende.
Und da werde ich dann demnächst hin zurückkehren. Ich werde jetzt mal gerade noch ein bisschen was einrichten. Ich habe da noch ein paar Sachen bekommen, nicht wahr? Oh, wie schön, der Regenbogen. Ach, dieser Baum ist auch so wunderschön. Ich habe doch eine Drachenbüste bekommen. Hey, habe ich davon nicht schon eine? Dann kann ich das ja endlich mal symmetrisch anordnen. Wo steht die nochmal? Wo habe ich die gesehen? Da unten? Hatte ich die nicht hier unten hingestellt? Lass mal gucken. Nee, das ist nur so ein Stein. Verflucht, wo steht die nochmal? Lalalalalala. Der Kevin ist wieder da. Ich dachte, ich hätte die hier irgendwo. Ah, ich werde sie schon finden. Warum kann das denn nicht auf den Weg gucken? Ach, doof, oder? Gut, machen wir es erstmal so. Drachenklaue. Auch nicht schlecht. Eine Drachenklaue. Wo passt eine Drachenklaue hin? Schade, dass man da nichts drauf ablegen kann. Und dann Baum. Oder nein, hier. Ins Gehege der Hühner. Weil die nämlich so unglaublich fies sind. Aber da passt die Drachenklaue nicht hin. Schade. Ah, die passt auch nicht unter den Baum. Mann, oh. Seelenbrand. Eine Silbertruhe. Sehr schön. Ah, Moment. Die Silbertruhe kommt doch auf jeden Fall in meine Schatzkammer. Endlich füllt sie sich weiter. Ja. Dum, 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 dum. Bling, bling. Ma, ma, ma. Zauberstäbe. Komm, mach was auch da dran. Ein verkohltes Buch, oh ja. Aber dieses verkohlte Buch ist sehr wichtig. Nee, das kommt nachher in mein Schlafzimmer. Grislams Kampflied und... Ach, was haben wir denn hier? Ein zerfallenen Pfeiler. Ups, der ist aber groß. Vielleicht kommt der hier neben. Ja, das passt nämlich so ein bisschen optisch zusammen. Moment, den wollte ich aber noch ein bisschen drehen. Mist. Kann überhaupt nichts sehen. Ah doch, Mist. Ja, das sieht besser aus. Das passt zueinander. Darauf machen wir ein bisschen Party, oder? 5, 4, 3, 2, 1, yeah! Woo. So, alles klar. Ab ins Studierzimmer, um ein verkohltes Buch abzulegen. Das sieht nämlich so aus, als hätte ich da besonders viel mitgearbeitet. Ja. Oh, guck mal, ich kann die Laterne anzünden. Ja, das machen wir doch. Ist ja wohl mal klar. Soll ja auch ein bisschen heimlich sein. Heimlich. Nicht heimlich. Ach, Kevin, Mensch. So, ja. Ein verkohltes Buch kommt natürlich dahin. Dann haben wir des Weiteren eine Phönix-Plakette. Sehr schön. Doch, die passt gut. Passt gut hier rein. Wundervoll. Puderschneeboden. Ups. Aber wir machen doch hier keinen Puderschneeboden rein. Oh. Doch, komm, machen wir mal. Sieht zwar ein bisschen bescheuert aus, aber dadurch bekommt das Zimmer einen ganz eigenen Touch. Hm,
Ja, eine achteckige hölzerne Platte, ne? Da weiß kein Mensch, wofür die zu gebrauchen ist. Die passt auch nirgendwo wirklich hin, ne? Weder optisch noch vom Platz her. Hm. Was soll man damit machen? Toll. Juhu, da kann man Dartpfeile drauf werfen. Und Baron Chili, ja, den müsste ich mal trainieren. Gut. Ups. Freunde und Freundinnen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war OSAT 101. Bis dann, ne? Tschüss.